Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Live in the West. Hallo Stefano. Grüß dich, Tai. Hallo. Was habe ich denn hier hingestellt? Ich habe arkane Lampen gecraftet. Towncraft-Lampen, ne? Ne. Nur zur Info. Und ich habe noch ein Laufwerk von drüben geholt aus der anderen ME-Kacke. Und lass mich rein. Apropos Kacke. Achtung, ich wechsle die Dimension. Oh oh. Genau deswegen sage ich es vorher. Ja, Straight Water, ja. Der Herr hat eine Welt geschrieben, weil er immer Kackewasser braucht. Und ja. Ja. Da bin ich jetzt aber gar nicht hin aufgebrochen. Aber auf jeden Fall hat der Herr eine Welt geschrieben mit Kackewasser. Ja. Und hat sie genannt Sprüches Dimension oder so. Ozean. Sprüches Ozean, also das ist es, also. Oh, der treffende Name. So, auf jeden Fall diese Arkanlampen, die sind richtig gut. Ich brauche jetzt nicht mehr die Dings. Ich mache jetzt einfach den hier. Pass auf. Weg da. Die spenden richtig viel Licht. Das Ding leuchtet anscheinend sowieso. Und, ja. Also die Treppe lasse ich sicherheitshalber noch da stehen, weil ich Bedenken habe. Dass, ja. Also sagen wir mal so, Stefano hat... Zinn war das? Dann brauche ich glaube ich noch Aluminium. Stefano hat es noch nicht geschafft, den Aufzug richtig zu fixen. Und das ist dann auch der Grund... Das ist der Grund, jetzt habe ich total scheiße den Faden verloren. Ja, und ich habe es bei mir drüben jetzt hingekriegt, dass er nicht mehr explodiert. Ach so. Das, ja, muss ich jetzt nur noch bei dir nachbauen, das Ganze. Also, es ist ein klein wenig komplexer als gewünscht, aber es erfüllt seinen Zweck. Okay. Oh Mann. Lass mich da rein. Ach so, ja, aber ich traue mich noch nicht, den Aufzug, die Treppe abzureißen, weil ich nicht weiß, was da mit Stefano los ist. Mit diesem Problem. So, wir machen jetzt davon noch ein bisschen was hier. Und dann können wir eigentlich auch loslegen. Strukturrohr, genau. Das schmeiße ich auch nochmal da rein. Ja. Ja, ja. Und die Arkanlampen, dann kann ich das erstmal wieder wegpacken. Die Kohle kommt hier mit rein. Und wisst ihr was? Ich habe mir was überlegt. Warum soll ich mir eigentlich als Mädchen, warum soll ich mir mit den Jungs einen Schlafraum teilen? Warum baue ich mir nicht einen eigenen? Oder? Ja, das natürlich klingt das eingebildet, aber warum soll ich mich zu diesen verrückten Typen legen? Nee, sehe ich überhaupt nicht ein. Machen das Frauen nicht so, dass sie sich zu verrückten Typen legen? Nein. So, Sauerstoffsammler. Okay. Sauerstoffsammler. Wo ist er denn? Sauerstoffsammler. Den wollte ich mal bauen. So, dann brauchen wir einen Ventilator. Können wir den schon? Ja, ich mach mal zwei. So, dann brauchen wir Lüftungsventil. Haben wir auch schon. Was ist das? Sauerstoffkonzentrator. Cool. Dann... Oh. Warte, was war das? Ach, das Lüftungsventil. Hä? Achso, okay, gut. Wir haben jetzt einen Sauerstoffkonzentrator. Gut, den haben wir. Gut. Sauerstoffkompressor. Sauerstoffkompressor. So, alles klar. Kann ich den? Nein, kann ich nicht. Achso, Zinnkanister, alles klar. So. Mache ich das gerade richtig? Anscheinend. Ich bin mir dann da jetzt noch nicht so sicher. Gepresste Bronze. Sauerstoffkompressor. Können wir abhaken. Sauerstofftank zweimal. Braucht jeder zwei? Ja. Also sechs. Ja. Okay. Sauer.
Meinst du so einen großen Tank, ne? Nicht diese Flaschen oder sowas, ne? Das, was man sich auf dem Rücken schnallt. Ach so. Jetzt habe ich, glaube ich, das Glas von drüben nicht mitgenommen. Hier steht auch noch großer Sauerstofftank. Sauerstoff. Also den gibt es mit grüner Mütze, mit roter Mütze und mit orangene Mütze ist das. Ja, ja, ja. Also klein, mittel und groß. Ja. Theoretisch würden die kleinen von Anfang reichen, auf der anderen Seite viel hilft. Rote Wolle, Zinnkanister und gepresster Stahl. Gut, dann muss ich, glaube ich, da nochmal rübergehen. Aber ich habe hier doch noch eine Kiste, ne? Ja, alles klar. Dann werden wir jetzt zuerst... ich habe die Schleuse hier ja fertig gemacht. Allerdings... Warte. Allerdings so. Finde ich ganz cool, aber ich wollte eigentlich doch ganz gerne eine andere Schleuse haben. Apropos Schleuse, obwohl, kann ich die nicht versetzen? Ich versetze den mal lieber. Oder? Nee, ach komm. So. Halt. Oh, ich brauche mehr arkane Lampen. Das ist echt traurig. So. Okay, dann packen wir jetzt erstmal die Kiste hier hin. Schmeißen die Sachen rein. Ich brauche rote Wolle und Glas, ne? Und ja. Ganz ehrlich, ich werde mir ein eigenes Haus hier noch extra hinbauen. Ich meine, das kann ja nicht schaden. Außerdem ist auf dem Bett gar kein Einhorn drauf. Spinnt sehr wohl. Einhörner sind zwar süß, aber ich bin ja nicht fanatisch. Du hast letztens gesagt, dass auf meinem Bett ein Einhorn drauf wäre. Stimmt ja gar nicht. Aber es hat gut zu dir gepasst. Nee. Ich bin nicht so der Einhorn-Typ. Ich bin eher der Typ, der den Einhorn verpasst. Der die Einhorn verpasst, ja. Ja, ja, eben, drum. Oh Gott, wie fürchterlich. Gott, ich habe den Namen schon weg, Prügelprinzessin, oder? Ja. Oh, scheiße. Weil ich glaube, rote Wolle... Du machst ihm auch alle Ehre. Na toll. Ich habe euch lange nicht mehr geschlagen. Ja, du hast uns nicht mehr lieb, ich weiß. Ich, Oh, scheiße. Ich möchte euch mal zeigen, was ich heute heimlich gemacht habe. Oh, hier ist ein Pferd. Warum frisst du meine Blumen? Warum bist du jetzt eigentlich hier? Bist du kacke? Ich habe das heute gesucht, das olle Pferd. Oh nein. Newland hat seinen Kopf vor sein Haus gehängt. Oh nein. Was, Newland auch? Ja. Und ich habe ihm Frutata hier hingestellt. Da bin ich sehr stolz drauf. Das wollte ich unbedingt zeigen. Mal gucken, was er dazu sagt. Oh Mann, ey, es ruckelt hier aber doch. Eieiei. Das ist ein Traum. Ah, du bist in der Mistcraft-Welt, ne? Ja, aber flieg hier nicht großartig durch die Gegend. Ja, wag es nicht. Wolle. Da haben wir noch rote Wolle. Ich könnte ja eigentlich noch ein bisschen rote Wolle... Ich kann auch so mal ein bisschen Wolle mitnehmen. Warum haben wir denn nur noch 1934 Wolle? Vermutlich, weil Newland das Ganze umgeleitet hat in den... Kompressor-Dingster, um hier die Quantum-Tunnel-Röhre irgendwas zu machen. Was? Du bist auch so ein Quantum, ey. Quantum-Prozessor, ja, ja. Echt? Das ist ja der Hammer. Oh, jetzt habe ich Glasscheiben gemacht. Oh, das wollte ich gar nicht. Halt! Nein, auch das wollte ich nicht. Ich möchte kein Turbinenglas. Was soll ich denn damit? Nehme ich die Glasscheiben. Und ich wollte eigentlich das normale Glas craften, damit da noch ein bisschen was drinne bleibt. Also sagen wir mal so, ich habe zumindest Newland vorgeschlagen, das zu machen. Weil die Wolle ja immer nachproduziert wird. Genau. Ja. Ja, ja. So. Also von mir aus darf es jetzt auch dunkel werden. Jetzt habe ich diese arkanen Lampen, die spenden so viel Licht. Die finde ich so toll. Da bin ich vorher überhaupt nie drauf gekommen. Ich habe so viel Towncraft gemacht, aber...
Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, irgendwie. Boah, ja. Manche Sachen sieht man einfach selber nicht so lange, bis einem jemand das zeigt. Und vielleicht sollte ich diesen Betonweg hier noch ein bisschen erweitern, weil ich bugge mich in den Ecken immer in den Boden irgendwie. Das ist ein bisschen ungünstig. Oh, ich mag das hier mit den Ranken. Ich finde das so geil. Oh, nicer Scheißer. Ein nicer Scheißer. So. Rote Wolle rein. Ein bisschen normale Wolle habe ich auch. So, warte mal. Sauerstofftank, ne? Da mache ich gleich erstmal die großen. Nein. Sauerstofftank. Gepresster Stahl. Eins, zwei, oh, drei, drei Stück. Zinnkanister. Davon brauchen wir eh ein paar mehr. Vier, fünf, sechs, drei, sechs. Gut, die haben wir dann auch. Bei der Raffinerie hört es dann bei mir auch schon wieder auf. Sauerstoffausrüstung. Okay. Sauerstoffausrüstung. So, das rüber. Da ist leer. Lass mich doch bitte raus. Danke. Das kann ich aber auch schon mal. Raffinerie, vielleicht da darfst du mir dann vielleicht mal helfen. Irgendwie. Das bei der Raffinerie? Mhm. Ja, klar, kann ich. Was brauchst du da für Hilfe? Muss man das nicht irgendwie anstellen? Du kannst mir sowieso dann nachher hier bei dem ganzen Krempel, den ich gerade crafte, helfen, das aufzubauen. Das Craften beim ist ja gar kein... Beim Anschließen kann ich dir helfen, ja. Ja, das ist aber nett. Erstmal kannst du ja jede Maschine erstmal zusammenbasteln und an Strom anschließen. Das kriegst du ja so hin. Nee, das kriegst du schon ein großes Mädchen. Nein, das kriege ich nicht hin, weil das geht oben in den anderen Raum rein. So, in die Werkstatt praktisch. Hier unten ist ja nur Keller. So, Raffinerie, Sauerstoffausrüstung, Sauerstoffmaske, Sauerstoffausrüstung. Sauerstoffausrüstung. Was brauchen wir denn da? Sauerstoffleitung? Ah. Machen wir mal ein paar mehr. So, das war jetzt... Achso. Oh, was fehlt da jetzt? Warte, was war das? Lüftungsventil. Toll. Was ist das? Stahl, ne? Stahl. Stahl. Oh nein. Ach doch, alles gut. So. Oh, riecht mein Tee schön. Mm. Gut. Dann, bevor wir das machen, können wir jetzt nochmal nach der Schleuse gucken. Schleuse. Also ich brauche den Schleusenrahmen. Toll. Und den Schleusencontroller. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Gepresstes meteorisches Eisen? Meteorische Eisenbarren? Was ist das? Das findet man erst auf dem Mond. Ja, okay. Gut, dann schreibe ich das mit auf. Dann bleibt es erstmal so, wie es ist. Schleuse, meteorisches Eisen. Oh, warte mal. Geh mal zurück. So, Sauerstoffausrüstung, Sauerstoffmaske. Ding. So. Was war das jetzt? Nicht Saal. Ne, sind wir nicht bei Saalfrank hier. Luftschleusenrahmen. Ah, ganz ehrlich, das spare ich mir jetzt. Was war das jetzt? Sauerstoff.
Ausrüstung, hatte ich gesagt, ne? Okay. Eins. Achso, sind schon drei? Okay. Eins, zwei, drei. Dann bringen wir das auch gleich mal nach oben. Anscheinend nicht. Hallo? Erstmal kann ich das ja mal. Sauerstoffausrüstung hab ich. Uch, oh Mann. Oh, Bruder. Oh, ich mag das hier mit diesen arkanen Lampen. Die spenden echt viel Licht. Zieht euch das mal rein. Das ist richtig cool. Ich bin ja doof. Im Umkreis von 16 Blöcken machen die hell. Ich finde die fast besser als diese elektrischen Dinger. Ja, leuchten den gleichen Radius. Also die einen machen nur ganz normal Licht, wie Glowstone. Naja. Verhindern aber den Mob-Spawn. Genau. Gleichen Radius. Die anderen machen ihn tatsächlich hell. Das ist jetzt die Frage, was man haben möchte. Man kann natürlich auch... Wo ich Gebäude habe, habe ich überall diese Lampen aufgestellt, damit es in den Gebäuden wirklich hell ist und damit man da drin was sieht. Wo die Wege sind, habe ich es lieber etwas düsterer und deswegen stelle ich da bloß die Laternen auf. Man kann natürlich auch so eine arkane Lampe nochmal an den Holzpfosten klatschen, ne? Das kann man wahrscheinlich auch tun, ja. 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 So, Sauerstoffmaske. Sauerstoffmaske. Ach vom Gott, Henry? Ein Eisenhelm. Ist das nicht Henrys Maske? 2, 3, nein. Sauerstoffmaske. Gott, wie siehst du, nimmst einfach nur einen Eisenhelm und Glasscheiben. Ja. 1, 2, 3. So, Banditenmaske, was? Gut, die haben wir auch. Jetzt fehlt da nur noch die Raffinerie. So, Fallschirm. Was brauchen wir denn für einen Fallschirm? Welche Farbe wollt ihr denn da haben? Segeltuch? Oh, wir brauchen Fäden. Stöcker und Fäden. So, und da ich ja eine Prügelprinzessin bin, laut Stefan, ja, habe ich mir jetzt gedacht... Der hat immer recht. Nein. Habe ich mir gedacht, dass ich mir dann da drüben auch noch halt, wie gesagt, was Eigenes baue. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Aber die Sache ist jetzt die, woraus will ich es bauen? Woraus baue ich mir da was? Das ist so hell jetzt hier. Ist total schön. Das ist toll. So, Fäden brauche ich, habe ich gesagt. Fäden. Fäden. Will ich, was für eine Farbe will ich denn haben? Ich kann den natürlich einfärben. Ich glaube, wir nehmen alle die weißen, oder? Ja. Ich bin da leidenschaftslos. Abgesehen davon, so dringend brauchen wir die, glaube ich, gar nicht, weil wir sowieso keinen Fall schaden. Egal, das gehört dazu und das nehmen wir mit. Ja, okay. Na, also, will ich dir nur mal sagen. So, und jetzt ist die Frage, woraus baue ich mir denn da jetzt was Eigenes? Oh, du bist so toll. Wir kriegen endlich wieder Netherquarz. Oh. Ja, ich habe ein bisschen was geholt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, bitte gerne. So, woraus baue ich mir denn jetzt ein Haus? Das soll schön aussehen. Natürlich mache ich es mir einfach, ne? Wollte ich ja nur mal anmerken. Seht ihr dann gleich. Oh, es ist echt fürchterlich.
Hilfe! Was ist das? Blauschleimerde. Ach, du ahnst es nicht. Oh, ja, das tut mir jetzt leid, dass ich hier jetzt so, native Eisenklumpen. Niemals Himmel-Eichensetzlinge pflanzen, tut es nicht. Ihr werdet es bereuen. Was ist denn mit diesen Marmorsäulen? Marmorsäulen, ja. Marmor. Marmor. Ist das gechiselt? Ja. Ist es der Underground Biomes Constructs? Ist das der, den man chiseln kann? Oder nee, das ist der Marmor-Chisel. Der, alles klar. Der Schüssel Marmor kann man chiseln. Den ja. Underground. Ja. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, ehrlich. Ich bin was Besseres. Nein. Oh, Assi, echt. Das ist so. Naja, du bist was Besonderes. Ach, nee, komm. Ich habe eine große Klappe hier, ja. Mhm. Aber im wahren Leben zum Beispiel nicht. Im wahren Leben bin ich total handzahm. So, habe ich die mit? Deswegen musstest du im wahren Leben ja auch nicht auf die Sonderschule. Bitte? Ja, weil da kommen ja nur besondere Leute hin. Deswegen ist es eine Sonderschule. Oh. Oder verstehe ich da was falsch? Du beleidigst gerade einen Haufen an Menschen, ne? Nein, ich stehe ihnen zu, dass sie etwas Besonderes sind. Du kranke Schwein, ey. Wenn du es wissen willst, ich war Schulbeste. Streber. Ja, und die haben mich, oh Gott, ey, und ich wurde so gehänselt. Und ich habe mir immer so viel gefallen lassen, weil ich war halt immer ein Schisser, weißt du? Ich habe mir immer alles gefallen lassen. Das war immer ganz schlimm. Habe ich jetzt die Fäden mit? Ja. Ich war immer ein richtiger Schisser. Und habe mir echt, wie gesagt, alles gefallen lassen. Und irgendwann ist mir so der Kragen geplatzt und habe gesagt, so, wenn ihr nicht aufhört, dann kriegt ihr von mir. Und dann haben sie mich in Ruhe gelassen. Wie hieß das jetzt? Bau. Also ich war auf ganzer Linie einfach nur Durchschnitt. Ich bin auch nie besonders aufgefallen, weder positiv noch negativ. Langweiler. Ja, war. Habe ich keine Hebel mehr? Oder habe ich hier in der Tasche? Sprich weiter. War langweilig. War so. Ja, heißt, wo baue ich das jetzt hin? Weiß ich auch nicht. Ach, wie schön. Nee, das will ich nicht kaputt machen, das Wasser. Ich suche jetzt einen Platz, wo ich... Grundsätzlich funktionieren, aber wir müssen hier dafür sorgen, dass da... Oder gehe ich hier auf die Insel? Was ist das hier? Ja, entspann dich mal. Ist das Öl oder was ist das für ein schwarzes Zeug? Schwarzes Zeug ist meistens Öl, ja. Schlacke. Kannst du auch mit Schlacke was anfangen? Weiß ich nicht. Nee, da will ich dann auch nicht hin. Wo baue ich denn mein Häuschen hin? Hier? Hier neben? Oh, das ist doof. Was? Das können wir so nicht bauen. Was? Nö, nix, alles gut. Wenn ich frage, was, dann will ich sofort wissen, was. Ich bin heute aber auch wieder echt super, ne? Ach, lass den Kopf nicht hängen. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach mit mir. Heißt aber nicht, dass ich dich nicht mag. ja. Ich bin nicht deine Oma, hör auf damit. Nenn mich nicht Ja. Okay. Okay.
Jetzt sitzen. Scheiße, ich will die Bäume nicht zerstören. Dann gehe ich hier hin. Hier hin. Ach du blödes Teil. Gar nicht. Doch, das ist Mist. So. Ich will die Bäume nicht kaputt machen mit den Ranken. Mann. Ach, bist du da? Ja. Oh. Okay. So. Hebel. Setz den Hebel jetzt daran. So, und dann schalten wir dich mal ein. Nein, das bitte nicht. Da nehmen wir Triangel, nein, Pentagon. Nein. Hexagon. Wird mir schon gefallen, aber das kollidiert mit so einigem hier. Aber eigentlich kann ich es auch, könnte ich es kleiner machen, aber ach, ganz ehrlich, weißt du was, ich mache das so und dann einfach nur noch ein bisschen kleiner und dann wird das mein Haus. Genau, okay, gut. Dann machen wir das so. Baue ich mir hier noch ein kleines eigenes Häuschen hin. Können die Kerle in die Kugel gehen, ist mir doch egal. Frage Baum. Ja. Sorry und so, ne? Ich mach das ganze Gebiet hier kaputt. Das tut mir echt leid. Naja. Aber da... Na, scheiß drauf, komm. Und da... Oh! Und da brauche ich... Wo ist jetzt meine Spi... Da. Oh Gott, ich krieg das schon... Ah nee, da brauche ich doch die Axt, oder? Oh Gott. Okay, ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Warum fehlt bei deinem Haus hier eigentlich in der Ecke irgendwie... Oder zwei? Bitte? An deinem Haus, am Wintergarten, fehlt ein Block. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Na gut. Ich setze es noch ein bisschen rüber. Nee, falsches System. So, komm mal her. Was der jetzt? Das ist doof. So. Mann. Ja. Ich weiß, ich bin eine wandelnde Katastrophe auf zwei Beinchen. Also das ist mir schon bewusst, aber das Schwein da auf dem Baum lasse ich, okay? So. Aber ich finde schon, dass ich mir hier ein Häuschen hinstellen könnte.
Hallo? Ey. Das ist frech. Die Axt kann mehr. Aber hier krumpelt jetzt kein... Da ist doch noch ein Sapling. Alles klar. Oh. Ich sehe hier... Was ist hier denn los? So, okay. Gut. Rucksack, Rucksack. Ich habe eine rohe Schildkröte? Wo kommt das Ding jetzt wieder her? Mach eine Suppe draus. Nein. Möchte ich nicht. Nein. Das möchte ich nicht. So. Du kannst doch bedrohte Tierarten nicht einfach verkommen lassen. So, so bitte nicht. Dann muss ich jetzt aber mal korrigieren. Jetzt sehe ich hier wieder gar nichts. Gut, das mache ich dann im Nachhinein. Lass mich rauf. Bitte komm jetzt, lass mich doch mal da rauf. So. Und weiter. Okay. Oh, lecker der Tee. Morgen ist Nikolaus. Mhm. Und du kriegst nichts. Von mir. Nein, ich habe auch nichts verdient. Was machst du denn morgen? Die Peitsche schwingen. Was? Warum? Weil ich es kann. Hm. Ja. Jetzt muss ich mir nur noch jemanden finden, der drauf steht. Tja, dann keine Ahnung. Findet man solche Leute? Google? Oh, wir sind über der Zeit. Ich sag jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh Gott. Gut, dass das Thema vorbei ist. Ja, tschüss. Tschüss.